Wir spielen heute Brookhaven, beziehungsweise wir testen heute neue virale Brookhaven-Mythen, die ich gefunden habe und von denen wir heute gucken, ob die wahr sind oder falsch, damit ihr es nicht ausprobieren müsst und ich das quasi für euch testen kann, okay? Weil es gibt viele Lügen, die im Internet kursieren. Wie immer, falls euch irgendwas einfällt, was ihr kennt, was ihr gehört habt, was ihr wollt, was ich teste, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem allerersten Hack. Alles klar, für den ersten Hack brauchen wir ein Auto. Es ist relativ egal, welches. Wir nehmen uns mal hier einen Sportwagen, weil es geht darum, dass ein Auto schneller fahren kann. Ihr alle kennt diese Option, von wegen, ihr habt ein Auto gekauft, ihr habt diesen Tempopass, das ist wichtig dafür. Und dann kann man halt die Geschwindigkeit hochsetzen und dann kann man halt maximal 200 fahren. Das ist das absolute Maximum, was man im Spiel erreichen kann an Geschwindigkeit, würde ich sagen. Das ist mit diesem Speedpass, das ist mit allem, was man hat. Wie ihr seht, ist es schon schwer zu fahren, aber es ist noch nicht super, super schnell. Und zwar soll es eine Option geben, die kennen wahrscheinlich die allerwenigsten. Und zwar ist es Nitro. Man kann in einem Auto Nitro anstellen und das scheint wohl neu zu sein. Und zwar kann man hier genau bei der gleichen Option Turbo einstellen. Oh mein Gott, das ist wirklich da. Ich war mir nicht sicher. Ich habe das in einem TikTok gesehen und manchmal editen die Leute richtig, richtig crazy Sachen rein. Okay, und zwar gibt es Turbo-Stufen. 1, 2, 3 und aus. Wir testen mal, wie schnell das Ganze ist. Oh mein Gott. Man kriegt so ein kleines Ding drauf gebaut. Seht ihr das? Warte, aber das ist neu, oder? Das gab es vorher noch nicht. Okay, wir schauen mal. Ich habe jetzt die 200 ausgemacht. Oh mein Gott, wir sind halt einfach mit Turbo 1 schon so... Ui, ich habe keine Geschwindigkeit eingestellt. Wir probieren mal Turbo 2. Moment. Das verändert sich. Oh, das ist jetzt blau. Okay, okay. Und let's go. Okay, ich gehe auf Vollspeed. Ich drücke nur W nach vorne. Oh mein Gott, sind wir schnell. Oh mein Gott. Wir haben einfach einen Sprung gemacht. Habt ihr das gesehen? Es ist unmöglich, das Ding zu steuern, aber... Wir können aus der Map fahren. Oh mein Gott, weil wir halt einfach so schnell sind, dass wir die ganzen Wände hochfahren können. What? Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Turbo-Einstellung habt oder ob man die nur hat, wenn man diesen Autopass gekauft hat. So, wir haben jetzt Turbo 3. Wir können hier unten sehen, es ist rot. Wie schnell wird's? Zack. Okay, wir sind halt einfach unglaublich schnell. Wir driften, es ist unglaublich schwer, das Auto zu kontrollieren. Aber dafür kann ich coole Spins machen, was ja auch was wert ist. Nein, ich brauche halt einfach eine lange Gerade, ne? Okay, und jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage, die wir uns alle stellen. Vanya, was passiert, wenn du Geschwindigkeit auf 200 stellst und Turbo-Stufe 3? Fliegt das Auto weg? Heben wir ab? Fliegen wir zum Mond? Oh! Okay, wir können andere Autos einfach komplett wegrammen, wie zum Beispiel diesen Schulbus da. Wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir sind schnell wie der Wind. Wenn wir irgendwo gegenfahren, knallen wir halt auch einfach weg. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Ah! Damit ist auf jeden Fall das erste Mythos, war der erste Mythos. Jedenfalls, das Auto hat eine Option für Turbo. Man kann die einstellen, es gibt verschiedene Stufen. Das scheint in einem Update irgendwann dazugekommen zu sein. Falls ihr das nicht wusstet, dann herzlichen Glückwunsch. Falls ihr es schon wusstet, dann sorry, dass ich euch hier mit langweiligen Informationen nochmal langweile. Aber kein Problem, weil wir haben natürlich noch viele weitere Hacks auf Lager. Wir brauchen hier für den zweiten Hack ein Haus, und zwar dieses Pizzeria-Haus. Und das ist... Ich habe eben das Falsche ausgewählt. Ah, hier. Das da. Das Rote. So, das müssen wir jetzt auch einmal umstellen. Das ist jetzt, wenn man spawnt, erstmal eine Bäckerei. Aber wir können das umstellen hier auf eine Pizzeria. Zack, bum, bang. Eine kleine Transformation. Auf einmal sind wir quasi in Italien. Und hier in diesem Haus soll wohl ein Geheimnis sein. Und zwar, wir müssen einmal hochgehen. Und wir müssen unters Bett gucken. Hier... Ist es dieses Bett? Ja, da. Unter dem Bett, ich weiß nicht, ob ihr das schon seht oder ob das nur ich sehe, weil ich halt auch einfach mir das einbilde. Aber hier ist ein weißer Knopf drunter. Seht ihr das? Da kann man auch draufklicken. Wir drücken den Knopf, er fängt an zu leuchten. Okay, wir haben den Knopf nun aktiviert. Jetzt müssen wir in die Kirche gehen. Und da sind wir auch schon bei der Kirche angelangt. Hier geht's rein. Und hier ist euch sicher schon öfter mal aufgefallen, dass es hier eine Schnur gibt. Okay? Hier, Glocke läuten. Einmal mit der Schnur. Und jetzt
die große Reise weiter, okay? Es ist ein Ding mit vielen, vielen Puzzleteilen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe wenig Vertrauen in die Hacks mit vielen Einzelteilen. Weil ich habe das Gefühl, das sind einfach nur Leute, die posten diese TikToks und die wollen dann Views kriegen, dadurch, dass sie das möglichst lang machen, okay? Das ist so ein bisschen mein Verdacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich werde es jetzt trotzdem ausprobieren, okay? Damit ihr das nicht machen müsst. Ich mache nichts anderes, ich interagiere mit niemandem, ich gehe auf den Privatserver, ich mache diese einen Schritt nach dem nächsten. Ich drücke den Knopf, ich läute die Glocke. Wir gehen jetzt in den Raum über dem Krankenhaus. Das ist die nächste Anweisung. Ich habe mir das hier aufgeschrieben in meinem kleinen Google-Dokument. Wir sind im Krankenhaus. Wir müssen irgendwie in den Raum über dem Krankenhaus kommen. Ich glaube, das ist der hier, der gemeint ist. So, dann, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich mit einer Leiter. Und dann sollte ich auch in den Raum kommen. Perfekt. Ja, okay. Wir sind in dem Raum über dem Krankenhaus. Was ist die nächste Anweisung? Wir sollen hier was finden. Okay, hier gibt es erstmal ein Agency-Poster. Okay, da soll ich gleich draufklicken. Aber erst soll ich die Waffe finden. Und hier ist... Oh, warte, hier ist noch ein Agency-Poster. Okay, ich soll nehmen diese Waffe, die hier liegt. Und ich soll nicht schießen auf das Poster. Ich soll das Agency-Poster anzünden. Okay, wir gehen jetzt nochmal zurück zum anderen Agency-Poster. Drücken hier drauf. Warte, ich kann hier nicht mehr drauf drücken. What? Eben konnte ich doch da drauf drücken. Ihr habt es gesehen, oder? Da war der Mauszeiger war zu so einem Klickding. Okay, wahrscheinlich, weil ich das andere jetzt angezündet habe. Keine Ahnung. Aber irgendwas passiert, okay? Dinge passieren, Dinge geschehen. Was am Ende passiert, ich weiß es nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, was hier passiert. Was der wahre Hack ist, den wir hier testen. Wir sind hier auf einer Mission, okay? Wir machen hier die Schritte. Ich habe keine Ahnung, was am Ende passiert. Ich bin so gespannt. Aber unser nächster großer Schritt ist, die Bibliothek zu erreichen. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. So, da wären wir in der Bibliothek. Was machen wir hier, fragt ihr euch? Das ist eine verdammt gute Frage. Hier müssen wir auf mittleres Shelf und dort springen wir extra... Okay, ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, wie als hätte ich einen Schlaganfall gehabt. Aber okay, wir müssen hier hochspringen. Und dann gibt es dort ein extra Secret Item angeblich. Das brauchen wir auch im Inventar. Oh, da ist Tatsache. Da, perfekt. Okay, wir haben hier das extra Secret Item Rotes Buch bekommen. Dinge passieren, Dinge geschehen. Wir haben jetzt das rote Buch. Jetzt mit der Agency-Waffe und dem roten Buch im Inventar müssen wir uns... ein Motelzimmer nehmen, okay? Wir nehmen uns ein Motelzimmer. Wir nehmen uns halt irgendeins. Ich nehme jetzt mal drei. Seht ihr, dass Dinge passieren? Das ist nicht, wie normalerweise die Motelzimmer aussehen. Ihr wisst, wie die normalerweise aussehen. Die sehen jetzt aus wie der Raum im Krankenhaus. Hier ist irgendwas passiert, what? Das ist super gruselig, was? Okay, also hier ist alles kaputt. Die Wände sind kaputt. Es hat so ein bisschen diesen Flair von halt, wie gesagt, über dem Krankenhausraum. Es ist alles einfach nur zerstört. Sachen liegen rum. Stühle sind kaputt. Das ist absolut, absolut crazy. Und jetzt, wenn wir uns angeblich auf den linken Stuhl setzen, sollen wir eine geheime Botschaft sehen. Das Buch wird dir sagen, was du als nächstes tun sollst. Folge den Anweisungen und denke nicht für dich selber. In der Zukunft werden wir von den gewöhnlichen Bewohnern rekrutieren. Sei vorsichtig vor Doppelagenten. Was sagt das Buch mir? Leute, was passiert hier? Das Buch sagt mir nicht, was ich machen muss. Das Buch sagt dir, was du als nächstes tun sollst. Aber wie? Ist das Buch gemeint? Ich habe jetzt nichts mehr, was weitergeht, aber das ist auf jeden Fall wahr. Oh mein Gott, das ist absolut... Das ist so verrückt. Was? Ich hätte nicht gedacht, dass das stimmt. Also, so ab dem dritten Schritt oder sowas, den ich machen sollte, war ich so, ja, als ob hier irgendwas geschieht. Aber dann waren so ein bisschen Soundeffekte und Sachen sind passiert. Und es ist wirklich wahr. Es ist ein wahrer Brookhaven-Mythos, den wir hier aufgedeckt haben. Oh mein Gott, schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr den schon kanntet. Ich will endlich mal was gefunden haben, was Neues. What? Das ist ja absolut crazy. Falls ihr wisst, wie das weitergeht nach dem Buch, please. Ich muss es wissen. Ich versuche, die TikToks zu finden. Ich versuch's fürs nächste Video. Ich werde finden, was danach passiert, okay? Wir werden das gemeinsam herausfinden. Aber jetzt versuchen wir erstmal mit dem nächsten Hack. Und sind gute Dinge. Bis jetzt hat alles gestimmt. Der nächste Hack ist, dass wir tatsächlich auf den Privatserver müssen. Glücklicherweise sind wir das schon. Ich lösche mal alles aus dem Inventar. Und hier sollen wir die Regenoption auswählen, okay? Hier, Regen an, aus. Ich bin mir nicht sicher, ob nur Regen gemeint ist oder Flut. Weil ich glaube, ich soll alles fluten. Denn der Hack ist tatsächlich, dass wir einen Tsunami machen wollen. Okay. Ich glaube, wir fluten das Ganze. Okay, wir fahren schon mal rüber zum See. Denn, ah, yeah, perfekt. Es wird alles so richtig schön einfach
matschebraun. Es gewittert. Muggelige Stimmung all around. So, und zwar soll natürlich die große Frage sein, was passiert mit dem See? Ist der See auch überflutet? Der See ist in der Tat auch überflutet. Oh mein Gott! Aber ihr könnt runter. Ihr könnt quasi durch die Flut schwimmen in das Flutwasser. Das ist ein bisschen clunky von der Steuerung. Ich werde mal schwimmen. So, hier hinter der Yacht sollen wir mit einem kleinen Rucksack uns hier reinmogeln. Das ist tatsächlich nicht so einfach, leider. Okay, ich glaube, das ist einfach auch nicht so impressive, weil jetzt sind wir einfach in der Yacht drin. Was habt ihr gedacht, was hier passiert? Okay, ich dachte, jetzt kommt hier ein wilder Heck. Aber, na gut, wie dem auch sei. Wir sind in der Yacht. Die Yacht ist überflutet. Ich komme hier nicht hin? Ich bin hinter dem Bett. Weiß nicht, ob das so eine Leistung war hier. Weiß ich nicht, ob das als Heck überhaupt zählt. Ich würde sagen, nein. Okay, diesmal versuchen wir ganz normal in die Yacht zu gehen und nicht uns irgendwie komisch reinzuwaggen. Das Gewitter ist sehr laut und störend, aber das ist, glaube ich, für den Heck wichtig. Keine Ahnung, ob das wichtig ist. Manchmal sagen die Leute auch einfach nur, Sachen sind wichtig und es stimmt überhaupt nicht. Hier ist immer noch mein kleiner verzweifelter Dingens, aber wir müssen hier ins Badezimmer. Und wir müssen im Badezimmer hinter die Dusche! Das stimmt! Ihr könnt einfach durch die Dusche durchlaufen. Und dann ist hier ein geheimer Raum mit Geld und mit Waffen. Und mit noch mehr Waffen und mit Goldbarren. Oh mein Gott, wusstet ihr das? Das ist verrückt. Warum brauchen die das auf der Yacht? Was haben die hier vor? Was sind das alles für kriminelle Machenschaften hier in Brookhaven? Na gut, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.